Hi Freunde, ich habe für euch direkt den nächsten Prospekt für den Norma in Österreich. Ja, da fange ich direkt mal an. Haben wir hier den Asgard für 60 Euro, Verbund 180 Schuss. Ja, nicht meins, ich würde es liegen lassen. No Limits Batterie, 56 Schuss, bis zu 500 Gramm Effektladung, glaube ich sogar. Ja, bis zu 500 Gramm, 40 Euro, viel zu teuer. Ja, 20 Raketen, 23 Euro liegen lassen. Also würde ich jedenfalls, es sind nicht alle Raketen mit Zerleger, wenn ich das richtig entnommen habe, 23 Euro für 20 ist zu viel. Das gleiche gilt für den Square Dance, 13 Raketen, 15 Euro, auch zu viel. Ja, und es haben auch nicht alle einen Zerleger, wie eben schon bei dem erwähnt, man erkennt es aber auch nicht ganz. Ja, dann haben wir hier den Dynasty oder Dynastieverbund, 90 Euro. Dann haben wir hier den Vulkan mit 60 Schuss. Ja, vor allem 60 Schuss, das ist wohl ein Fehler. Das ist ein 6-Meter-Vulkan mit 60 Sekunden Brenndauer. Keine Kaufempfehlung auf jeden Fall. Auch die Stardrop, 20 Euro, 85 Schuss. Hört sich erstmal verlockend an, aber auf 242 Gramm Effektladung kann da nichts bei rumkommen. Dann haben wir hier 30 Schuss Goldbatterie. Ja, der Preis geht halt einfach nicht, ne? Werde ich nicht drauf eingehen auf die Jugendsortimente. Dann haben wir hier Flashpoint, 17,99 für 7 Raketen. Dann haben wir hier ein kleines Familiensortiment, Lionheart. Ja, 5 Raketen, bisschen, ja, Klasse 1, Röli, 8 Knaller, 4 Frösche, Feuervogel liegen lassen. Gleiches gilt für das Phantasia, für 18 Euro, einfach zu teuer. Wetback, zu teuer. Dann haben wir hier eine 54 Schussbatze für 15 Euro, aber nur 200 Gramm Effektladung. Also da kommt, ja. Holt euch einen Alligator, habt ihr mehr von. Starfall, auch bekannt als Daredevil, kostet bei uns in Deutschland. Wo gibt es die bei Aldi oder Lidl? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kostet die bei uns 15,99 oder 16,99, bin mir gerade nicht sicher. Und hier ist das für 34,99 bei euch, also mehr als das Doppelte. Ja, das, sowas. Nee. Einfach liegen lassen. Knallerbox gibt es bei uns in Deutschland für 7,99. Wird auch jedes Jahr irgendwie teurer liegen lassen. Dann haben wir hier die Liebenwein, die Remix oder Remix für 10 Euro, 15 Schuss. Ja, erwartet da auch nicht so viel. Es sind halt 200 Gramm auf 15 Schuss. Black Mamba an sich eine Kaufempfehlung, aber halt nicht für den Preis. Es ist, ja. Weiß nicht, wie das für eure Verhältnisse ist in Österreich, was das sonst kostet, aber für uns ist das halt einfach viel zu viel. Highway to Hell, ja, Verbund. Hier sind Reibkopfknaller, 100 Stück. Ja, wer drauf steht, kann sich die mitnehmen. 100 Stück für 3,99 ist auf jeden Fall ein guter Preis. Wie die sind, weiß ich nicht. Habe ich auch noch nie gesehen. Sehe ich auch das erste Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ach, Liebenwein ist Weko. Okay, jetzt habe ich es auch gecheckt. Ja, gut. Und dann haben wir jetzt die letzten beiden Artikel. 100 Schuss Palm-Effekt-Batterie. Ne, Palmstar-Batterie für 30 Euro. Alter. 400 Gramm NEM. Circa. Ne, 367 Gramm. Ich dachte gerade 397. Ja. Wem es gefällt, aber 100 Schuss auf. Ja, also ihr habt da 3,67 Gramm NEM pro Schuss, also da kommt nicht viel bei rum aus dem Teil. Gleiche gilt für die Funky Soul. Ja, da kommt natürlich ein bisschen mehr raus, aber es ist halt auch nicht so geil. Kombinationsbatterie 22er mm Kaliber. Ja, viel zu teuer. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen viel vielleicht mit den deutschen Artikeln verglichen. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie das bei euch so in Österreich so der Standard ist, wie viel da irgendwas sonst kostet. Deswegen, ich habe das einfach für die deutschen Verhältnisse verglichen. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, eine Bewertung. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Schickt mir auch gerne, wenn ihr habt, Prospekte von irgendwelchen Läden, die ihr sehen wollt. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal fürs Zusehen. Schönen Abend noch und lasst uns hoffen, dass das Feuerwerkverbot nicht durchkommt. Ich nehme es jetzt am 22, nee, 24.11. auf und morgen ist für uns die wichtige Entscheidung. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.